Videobild sehen könnt, sind da die ganzen URLs. And now we come und nun kommen wir zum Talk selber. Imaging. Günstiges biomedizinisches Bildgebungsverfahren. Heutzutage sind die sind medizinische Bildgebungsverfahren ziemlich klobig und teuer, und sie haben also in Magnetresonanz Abbildung einen toten Lachs da reingetan und die haben ein Hirnsignal bekommen. Und wie dieses Ganze durcheinander gelöst werden kann mit einem mit einer Technik, die offene elektrische Impedanz-Tomographie heißt, wird uns Gene Rintel erzählen. Vielen Dank. Hello everyone. Hallo, today alle. Heute werde ich erzählen über eine Open-Source-Methode für biomedizinische Bildgebung, das in Forschung und Entwicklung elektrische Impedanztomographie genannt wird. Deswegen ist es wichtig, das zu erwähnen, weil das noch nicht viele gehört haben. Zuerst einmal die Vision: Wie wäre es, wenn jeder Zugriff hätte auf billige biomedizinische Abbildungsverfahren? Bis jetzt kriegt man noch nur Bilder, wenn etwas schiefgegangen ist. Und wenn man Glück hat, in einer ersten Welt, in der ersten Welt lebt, dann kommt man halt in ein Krankenhaus, aber das ist leider nicht die gesamte Bevölkerung auf der Erde. Das ist eine ziemlich geringfügige Anzahl von Leuten. Und was eben schlimmer ist, es ist halt trotzdem nicht letzter Schluss. Und es ist hart zu hacken und das ist ziemlich schwierig, das zu machen, weil man keinen Zugriff hat auf 3 Millionen teuren Magnetresonanzscanner hat, der in der Garage sitzt. Vielleicht schon, aber nicht viele von uns haben das. Falls wir billiges biomedizinisches Bildgebung hätten, dann könnten wir Vorsorgescans machen. Also dann stehst du morgens auf und nimmst eine Dusche und ein Gerät erzählt, sagt dir, wann irgendwas schiefgegangen ist, und mit Machine Learning lernt das Gerät, was es sehen sollte. Faster when we share the information. Und manchmal geht es einfach, machen wir mehr. People didn't really share information between each other. Also manchmal geht es einfach schneller, wenn man Informationen teilt. Ja. Also sharing is caring. Und heute möchte ich über ein paar Sachen sprechen. Ich möchte über die aktuelle Technik in der biomedizinischen Bildgebung sprechen. Ich möchte auch über Tomographie sprechen. Ich werde auch im Speziellen über das Electrical Impedance Technology Project sprechen. Ich werde auch über Anwendungsfälle in der Entwicklungswelt sprechen. Und ich werde auch über einige weitere Schritte sprechen, denn das ist definitiv nicht alles, was ich heute zeige. Heute haben wir vier hauptsächliche Imaging-Modalitäten, nämlich Magnetresonanz. Was sehr teuer ist, und die häufigste Scanner ist CAT-Scanner, der ein X-Ray durch deinen Körper schickt, was wirklich nicht gut ist, weil das Krebs verursacht aufgrund der ionisierenden Strahlung. Und es war das erste Scan-Verfahren, dem man ausgesetzt wird, wenn man in die Notaufnahme landet. Und es ist halt, dann gibt es natürlich noch Ultraschall ist gut, aber die Streuung ist ein Problem. Und nicht im eigentlichen Sinne ein Abbildungsverfahren ist Elektroenzephalographie.
Und die Frage ist natürlich, wie teilen wir das alles ein? Wir haben jetzt verschiedene Arten von Auflösung, also entweder in der Zeit oder im Raum. Räumliche Aufteilung ist, im Raum kann man halt zwei verschiedene Objekte voneinander unterscheiden. Bei Kontrastauflösung hat man Änderungen in der Gewebedichte. Und dann noch die Zeitauflösung, wie schnelle Änderungen man erfassen kann. Und dann noch der CAT-Scan. So ein CAT-Scanner kostet 2 bis 3 Millionen Dollar. Wahrscheinlich keinen zu Weihnachten gekriegt. Und er erzeugt ionisierende Strahlung. Man braucht Techniker dafür. Ein Magnetresonanz-Abgerät braucht also einen. Man braucht einen eigenen Techniker, einen Experten für diese Maschine, den man einstellen muss. Ja. Und dann natürlich 3 Millionen Dollar. Das ist halt eine sehr schöne Arbeit, aber sehr schöne Technologie, aber sehr, sehr teuer. Extrem gute räumliche Auflösung, das ist das Beste. Und es dauert halt 4 Minuten und 60, ungefähr 4 Minuten, um den Scan durchzuführen, um diese hohe Qualität zu erreichen. Ultraschall ist halt grobkörnig. Ja. Ist nicht so schlimm, kostet nur 115.000 und die gesundheitlichen Auswirkungen sind halt minimal. Und es ist halt, ja, es macht nicht viel, aber es ist trotzdem sehr nützlich, Ultraschall. Nein, das war schon EEG. Okay. EEG kostet 40.000. Vielleicht gibt es auch Open-Source-EEG-Projekte, die ziemlich cool sind. Ein Wort über Strahlung, Scans. Und hier habe ich einen Plot hingemacht und ich bilde einfach mal die verschiedenen Modalitäten ab, was ich von Ihnen denke in Bezug auf Ihre räumliche und zeitliche Auflösung. Dinge, die mit Leuten schiefgehen können. Röntgen und CAT-Scans sind gut für Knochenbrüche, aber Lungenödem, Tuberkulose ist immer noch in Entwicklungsländern ein großes Problem und man braucht eine hohe räumliche Auflösung, um diese Krankheit zu erkennen. Und das optimale Ziel ist natürlich jetzt möglichst nicht invasiv vorzugehen. Also ich habe halt, also man will halt eine hohe Zeitauflösung, eine hohe räumliche Auflösung haben und minimale invasive Methoden haben. Man möchte sehen, was die Zellen tun, wenn sie arbeiten. Und das geht bis jetzt nur invasiv. Heute werde ich reden über die neue Technik, die elektrische Impedanztomographie heißt, und zeigen, wie das reinpasst in die schon existierenden Techniken. Was ist das? Also man sendet also Wechselstrom durch den Körper, zum Beispiel jetzt 50 Kilohertz Spannung. Das würde dann verschiedene Pfade durch den Körper nehmen, abhängig von den Strömungen im Körper und auch abhängig von der Zusammensetzung. Und das geht also verschiedene Pfade, und das ist wichtig, weil das zum Beispiel Fett von Muskeln unterscheiden kann. Und es kann auch Tumore von gesundem Gewebe unterscheiden, weil Tumore ein verschiedenes Impedanzspektrum haben im Vergleich zu gesundem Gewebe. Das wäre sehr sinnvoll, wenn man das machen könnte. Das, was man hier sieht, ist ein Phantom. Das ist ein simulierter menschlicher Körper. Das ist Salzwasser, aus dem der Mensch besteht. Und dann tut man etwas Gemüse rein und dann wird das abgebildet. Da wird also Strom jetzt in verschiedenen Richtungen durch den Körper geschickt. Das ist jetzt zum Lungenvolumen-Messung. Und es gibt auch ein Paper, das genau untersucht, die sich halt die Blasen und den Hals anschaut. Und es gibt auch weitere Papers für Blutungen und Brust- und Nierenkrebs, die diese Technologie halt nutzt. Und man kann auch noch die Tiefe von Narkose damit feststellen, mit Aktionspotenzialen. Das ist alles in Arbeit.
Und ihr fragt euch vielleicht, super, das hört sich ja toll an, warum verwendet das nicht jeder? Nun, naja, es ist wirklich sehr in der Entwicklung gerade und es hat ein großes Problem. Die räumliche Auflösung ist begrenzt. Es ist durch die Anzahl der Elektroden beschränkt, aber es gibt Workarounds oder Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Es ist eventuell nie so weit wie MRI von der räumlichen Auflösung, aber es ist halt sehr, sehr günstig. Nichts daran ist teuer und es ist halt bessere Lokalisierung von Quellen als EEG. Und es hat keine ionisierende Strahlung und ist auch nicht weiter gesundheitsschädlich. Es hat halt Vor- und Nachteile. Also ich erinnere euch daran, wie die ersten Magnetresonanz-Scans ausgesehen haben. Wie ihr seht, hat das ziemlich beschissen ausgesehen in 1977. Und heute sieht es ziemlich gut aus. Und das ist eine Abbildung von meinem Kopf mit einem 3-Tesla-Scanner. Und so rechts sieht man jetzt, wie Elektroimpedanztomographie aussieht mit 16 Elektroden. Und wie sieht das wohl aus in der Zukunft? Und wenn man da links das angeguckt hat. Und jetzt möchte ich das oben über das Open EIT-Projekt sprechen. Das Open EIT-Projekt ist natürlich Open Source, also quelloffen. Es hat in EgoCAD ein Design und es hat ein Python-Dashboard, das einem anzeigt, wie das Bild rekonstruiert wird in Realzeit. Und ihr könnt es von GitHub bekommen unter dieser URL. Aber wie konstruiert es jetzt ein Image? EIT hat 8 Elektroden und man sendet dieses 50 Kilohertz-Signal in verschiedenen Kombinationen. Okay. Und man bekommt verschiedene Impedanzen für die verschiedenen Kombinationen von Elektroden. Und links sieht man, was man da macht, also je nachdem, wie die Elektroden positioniert sind, dann kriegt man einen Wert horizontal, dann kriegt man einen Wert für eine andere Richtung und man kriegt aus den verschiedenen Richtungen dann ein Bild mit niedriger räumlicher Auflösung. Wenn man sehr viele verschiedene Blickwinkel benutzt, dann kann man das Bild wiederherstellen. Das ist die Radon-Transformation. Man schickt also verschiedene Ströme durch verschiedenen Winkel und bekommt ein Sinogramm. Und dann macht man die inverse Radon-Transformation, um das Bild zurückzubekommen. Ich habe OpenCV benutzt. Das ist sehr einfach zu bekommen. Ich habe das mit einem Bild bekommen und selber ausprobiert. Das ist im Prinzip das Gleiche, wie man bei einem normalen Bild vorgeht, um sowas zu rekonstruieren, aber ich verwende halt Strömung. Hier ist das Design in Das ist die Platine. Eagle. Es hat verschiedene Features. Ein Connector für 8 Elektroden, einen Cortex-M3 ARM-Prozessor und es hat einen dedikierten digitalen Fourier-Transformationsprozessor, um Echtzeit-digitale Fourier-Transformationen zu machen. Und einen JTAG-Debugger, um die Sachen halt einfach programmieren zu können. Es gibt auch einen serialen Zugriff und die Daten können auch über Bluetooth übertragen werden. Und ihr könnt euch natürlich jetzt auch fragen, ist das jetzt irgendwie sicher oder ist das, wenn man damit rumspielt? Und die Antwort ist ja, es ist sicher. Hier gibt es einige Richtlinien, die sich IECC 60601 Richtlinien nennt, die beschreiben, wie man die Hardware verwendet. OpenEIT ist weniger als 10 Mikroampere, weil das ist sicher in deren Grenzwerten. Wenn man das mit anderen total legalen Dingen, mit anderen Methoden vergleicht, also zum Beispiel die Muskelstimulation passiert mit 15 bis 20 Milliampere, schon nur zum Vergleich. Und um das zu vergleichen zu den 10 Mikroampere, manche benutzen das schon. Und das ist viel mehr Strom, als ich da durch den Körper bringe. So sieht das Dashboard, also die Übersicht, aus. Und das macht dann die Rekonstruktion des Bildes. Man kann die Grundlinie festlegen, man kann verschiedene Regionen sich anschauen, man kann aus einer Datei laden und man kann damit rumspielen, wie man will.
Und so sieht es dann aus, wie wenn man ein Bild rekonstruiert. Ich habe da oben ein Bild von einer Tasse mit Wasser. Von einem Phantom, das ist also eine Wasser mit einer Tasse drin. Und jedes Mal, wenn sich die Tasse bewegt, dann ändert sich die Rekonstruktion. Das sieht nicht so begeisternd aus, aber das ist erstmal ein Konzeptnachweis. Und hier ist eine Videodemonstration. Und dies ist eine Realzeit-Videodemonstration mit einem Schnapsglas. Und das Bild wird rekonstruiert mit der Software in Realzeit, in Echtzeit. Und jetzt gehe ich wieder nach unten. Und ihr könnt es dort sehen auf dem Bildschirm und jetzt wieder hoch. Und auch da könnt ihr es sehen. Das ist im Prinzip der Beweis, dass es funktioniert. Prinzip Nachweis, ja. Ups. Oh. Und der erste MRI-Scan von den menschlichen Lungen war halt nicht so toll. Und auch der erste EIT-Scan war halt auch nicht so toll. Aber hier nochmal was anderes. Und das Wichtige ist, also was man sich anschauen kann, ist halt Objekte zu unterscheiden. Wenn man jetzt halt Tumorgewebe von gesundem Gewebe unterscheiden möchte, dann kann man verschiedene Frequenzen durchschicken. Also das ist Multifrequenz-elektrische Impedanztomographie und da kann man ein Spektrum aufbauen mit einem Apfel und einer Birne und einer Kartoffel und etwas Wasser. Und sende ich da verschiedene Frequenzen durch und dann bekommt man verschiedene Spektren und das ist also offensichtlich verschieden und man kann das dann klassifizieren und links sehen, wo das Wasser ist, wo das der Äpfel ist und wo die Süßkartoffel ist. Und Süßkartoffel und Äpfel ist ein bisschen schwieriger, aber so kann man aus Krebs detektieren. Das ist, was ich gemacht habe. Wir sollten auf die anderen Paper gucken, was die gemacht haben. Die waren besser als ich. Das war Aristovich in 2014, hat eine räumliche und zeitliche Auflösung von 200 Mikrometern und weniger als 2 Millisekunden bekommt. Und das deckt die meisten Probleme ab, die auf der vorigen Schaubild abgebildet wurden. Das war allerdings ein implantiertes Array im Gehirn implantiert. Und das waren 256 Elektroden implantierte im Hirn. Das Potenzial ist da. Also wie sollten wir das jetzt einsetzen? Was ist jetzt die einfachen Lösungen, die wir angehen können? Was ist mit medizinischer Bildgebung in der dritten Welt? 4 Milliarden Menschen haben überhaupt keinen Zugriff zu medizinischer Bildgebung. Warum ist das gut? Weil das sehr billig ist und sehr wenig Leistung verbraucht. Das wäre also ein großartiger Platz, um damit anzufangen. Was können wir da als erstes machen? Jetzt gehen wir zu dieses Schaubild zurück und schauen da rein. Tuberkulose betrifft eine Menge Leute in der dritten Welt und man braucht da keine tolle Ortsauflösung. Wie ist es mit Lungenödem? Das ist Wasser in der Lunge. Es wird tatsächlich schon für das benutzt. Man sieht die verschiedenen Volumen, die da vorhanden sind, in den Leitfähigkeitskarten von einer funktionierenden Lunge und nicht so funktionierenden Lunge. Nächste Schritte. Also was sollten wir als nächstes machen? Was können wir machen, um diese Technik zu verbessern? Und was sollten wir für OpenIT im Speziellen machen? Wenn ihr neue Ideen einbringen wollt, dann legt los. Und da ist die URL. Oh, das ist ein Avocado, das hat einen Kern in der Mitte. Wer hätte das gedacht? Okay, ich hab's gewusst. Und ich sehe halt zwei mögliche Pfade, die man verfolgen kann. Zunächst einmal für kostengünstige biomedizinische Imaging in Entwicklungsländern weiter zu verfolgen, weil warum nicht? Es nimmt halt etwas mehr Elektroden, als ich bis jetzt habe. Und es gibt, also das eines der Hauptprobleme ist, wie man das an die Haut bekommt. Und warum nimmt man das einfach in ein Wasserbad rein und nimmt den. It's called a contact impedance problem. Nimmt und geht.
In Wasser bekommt man einfach die Kontaktimpedanz weg. Das interessante, aufregende Hoch-High-Tech-Lösung ist mit hoher Zeitauflösung und hoher Raum- und Zeitauflösung Neurowissenschaften zu betreiben. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten und ich diskutiere da jede. Also ungefähr gibt es verschiedene, also es gibt physikalische Konfigurationen, die man verbessern kann. Die Dinge, die man machen kann, ist halt, um die räumliche Auflösung zu verbessern, ist und Dinge, die man tun kann, um die Zeitauflösung auch zu verbessern. Und das Beste ist noch interessant, eine Schreibmöglichkeit. Man kann mit kleinen Strömen das ein Bild lesen. Wenn man den Strom aufdreht, dann kann man schreiben. Das wäre zum Beispiel nicht invasive Gehirnstimulation mit Beamforming. Kontaktimpedanz ist ein ziemliches Problem bis jetzt. Es gibt eine sehr bekannte Lösung, die ich noch nicht gemacht habe. Das ist einfach differenzielle Messung mit Gleichtaktunterdrückung. Hätte ich tun sollen, habe ich noch nicht gemacht. Das funktioniert, wenn man einfach Elektroden an den Körper tut. Elektroden haben eine Kapazität und verschiedene Kapazitätswerte, die mit der Messung interferieren. Man möchte die Elektrodeninformation eigentlich nicht haben. Es gibt eine Möglichkeit, eine gut bekannte Möglichkeit, das zu entfernen. Indem man die Anordnung der Elektroden verändert, dann hat man einfach schon die Auflösung erhöht oder man tut es einfach in Wasser rein. Das zweite Sache ist, mit linearer Rückprojektion kann man mit einem Algorithmus da also das inverse Problem lösen. Also so macht man Computertomographie. Aber das macht ein paar entsetzliche Annahmen, wie dass der Strom sich in gerader Linie bewegt. Man sollte eigentlich ein finites Elementes-Modell bekommen und Maxwells Gleichungen lösen, weil der Strom biegt sich in dreidimensionalen und das müsste dreidimensional gelöst werden. Deswegen muss man Maxwells Gleichungen lösen und eine finite Elementes-Lösung finden. Und das gibt da so eine ganze Menge Arbeit von mathematischen Verfahren, die höhere Auflösung erzeugen. Und hier ist noch eine tolle neue Technik. Das ist magnetoakustisch-elektrische Tomographie. Also wenn man einen Strom fließen hat, orthogonal zu das, gibt es eine Handregelung. Und dann sagen wir mal, es vibriert mit 50 Kilohertz und das Signal kommt durch. Dann hat man eine vibrierende Kompressionswelle. Das ist ein Geräusch, das macht Sound. Und darauf fokussiere, also das ist aktuell der Fokuspunkt meiner Arbeit. Oder dann kann man sehr gute Informationen über Kanten bekommen, weil an Kanten Schall gestreut wird. Warum sollte man das nicht kombinieren und man hat ein besseres Werkzeug? Es hat weniger Auflösung in der Mitte, einfach wegen der Kombination von Elektroden, weil in der Mitte da einfach die Dichte von Elektroden geringer ist. Man kann auch etwas machen, indem man die Leistung aufdreht. Das ist ein bisschen ein grausliches Bild. Epileptiker, sie haben halt falls sie wirkliche Probleme haben, dann gehen sie ins Krankenhaus, werden in das Gehirn geöffnet und dann steckt man ein Elektrodenarray auf die obere Hirnhaut und dann lässt man das Gehirn auf für eine Woche und man misst die Aktivierungspotenziale und die
die Zentren, die Epilepsie auslösen. Es wäre viel besser und schöner, wenn man das einfach nicht invasiv machen könnte. Und das kann man machen, wenn man die Zeitauflösung von elektrischer Impedanztomographie verbessert. Da gibt es kein Problem, kein prinzipielles Problem, ist einfach der nächste Schritt. Und dann die Schreibfunktionalität. Da war ein Papier von in der Mitte dieses Jahr von Neil Grossman, was er gemacht hat. Er hat gezeigt, dass man Neuronen stimulieren kann, indem man einen Strom durch den Schädel schickt und fokussiert. Warum das interessant ist, ist, weil man nicht invasiv Nerven stimulieren kann. Das ist also der Schreibzugriff. Und es ist noch nicht bekannt, wie man den Focal Point genau bestimmt. Und man kann das mit Schwebungsfrequenzen machen, mit 2 kHz und 2,05 kHz. Und mit der Schwebungsfrequenz von 10 Hertz kann man dann ein Neuron in dieser Gegend stimulieren, in X- und Y-Richtung, also in zwei Dimensionen. Das ist sehr eindrucksvoll, lässt aber eine Menge Fragen offen. Also das sind jetzt einige Schritte, die man als nächstes machen kann. Offensichtlich denke ich, das ist sehr interessant und ich hoffe, dass ihr das ebenso seht. Also ihr könnt gerne auf die Mailingliste euch anmelden. Ihr könnt auch gerne mit mir kollaborieren. Oder wenn ihr jemanden kennt, der sonst noch interessiert daran ist, der das finanzieren könnte. Dann bitte setzt mich in Verbindung. Wenn ihr ein Kit möchtet, dann wenn es genügend Leute gibt, Interessenten gibt, mit der nächsten Version, der hat 32 Elektroden. Thank you. Na, vielen Dank. Applaus. Awesomeness all over. Thank you very much. And vielen Dank. Und wir haben etwas Zeit für Fragen. Und bitte, wenn ihr den Raum verlassen wollt, macht es bitte leise. Und gibt es jetzt, es gibt einige Fragen. Ich sehe Mikrofon 4 zuerst. Große Sache, darüber nachzudenken, über Entwicklungsländer zu sprechen und die medizinische Entwicklung dort voranzutreiben. Und als erstes hast du vorangebracht das Beispiel, dass diese Methode halt jeden Tag nutzbar werden würde, dass es halt allgegenwärtig ist. Und das machte mir halt schon ein bisschen Angst, wenn das dann tatsächlich so ist, dass jeden Tag frühmorgens in der Dusche sofort automatisch eingesetzt wird. Und dann tellt es mir, da ist irgendeine Krankheit in deinen Lungen. Das ist was Kleines. Was Kleines in der Lunge drin. Es gibt ein Problem mit der Privatsphäre, wenn man in den Körper reinschaut. Das klingt für Leute nicht so gut. Zu den Leuten sage ich, stell es einfach ab. Das klingt ein bisschen hart, aber dann einfach, ich sage denen, also weil sie, dreht es einfach ab. Und wie mit allen wissenschaftlichen Sachen ist, mit jeder Wissenschaft gibt es großes Risiko und es kann für schlimme Sachen benutzt werden und es ist an uns als Gesellschaft, wie wir das benutzen wollen und wie wir das strukturieren und wie man auch Firmen dazu ermuntert, anzuwenden und das Open Source zu machen, ist eine Methode, dass man selbst sich das auswählen kann, wie man das benutzen möchte. Und nächste Frage von einem Signal Angel. Ich habe einige Fragen aus dem Internet. Welche Frequenzen werden verwendet von dieser Technologie? Und er fragt sich auch, ob andere Signalformen verwendet wurden. Das ist eine sehr interessante Frage. Welche Wellenformen benutzt werden? Welche Wechselstromsignale benutzt werden? Typischerweise wird es mit sinusförmiger Wechselspannung gemacht. Mit Frequenzbereichen, die über total verstreut sind. Also ich denke mir,
Multifrequenz-Tomographie aus für Krebsdetektion. Wenn man andere Weltenformen benutzen möchte, ist das interessant. Das hat noch niemand probiert, das könnte man machen. Sollte gemacht werden. Es gibt eine große Schlange am Mikrofon 3 und die nächste Frage ist, ich habe eine technische Frage. Ich nehme an, dass ihr diese Technologie verwendet. Moment. Also wenn man es für Menschen einsetzt, die Technik, was sind die Limits, also räumlich gesehen, also die räumliche Auflösung und die... Wie kann man die räumliche Auflösung erhöhen? Wie kann man die räumliche Auflösung erhöhen? Voxel Size. Also die Voxelgröße. Yes, absolutely. So I was trying to go through a few of the next steps that could get to that. One of them is magneto-acousto-electrical tomography, because also ein Schritt ist magnetische akustisch Elektrotomographie, weil man zwei verschiedene Sorten Informationen bekommt, die man zusammensetzen kann, um ein hochauflösendes Bild zu bekommen. Das ist die eine Möglichkeit. Und wenn man sich nicht über die Sicherheit kümmern muss, dann dreht man einfach die Leistung auf. Das funktioniert auch. Okay, ich denke, wir gehen jetzt zum Signal Angel wieder. Ich habe eine andere Frage vom Internet, von einem Arzt. Und gibt es Vergleichsstudien von Ultraschall und dieser Methode? Bei Lungenödem? Also Ultraschall gibt halt andere Informationen als EIT und es hat eben das Problem, dass der Schall gestreut wird und deswegen, es gibt halt viele Vor- und Nachteile bei diesen Methoden und ich denke, Leute sollten auch billigen Ultrasound verwenden, wenn es sinnvoll ist. Und mit Elektroimpedanztomographie kriegt man gute Unterscheidung von Gewebe, Mikrofon 2. Weitere Frage, wirklich guter Vortrag. Meine Frage ist, soweit man braucht immer direkten Kontakt zum Patienten. Entweder direkten Kontakt oder in Wasser. Gibt es eine Möglichkeit, das Signal zu messen ohne direkten Kontakt? Zum Beispiel, falls das Objekt in Luft ist, oder gibt es andere Methoden? Schön wäre es. Die kurze Antwort ist nein. Any research on making it happen? Well, yeah. Und forscht daran, das möglich zu machen. Man kann Röntgenstrahlen benutzen. To go through the air. But if you use them. Aber wenn man sie benutzt. Your chance of cancer. So to aber das erhöht natürlich sehr stark die das Krebsrisiko. Ja. CAT-Scanners are a little bit expensive. Und solche CAT-Scanner sind sehr teuer. Und ich denke, wir haben noch Zeit für eine Frage von Mikro 3. Meine Frage wäre, wie teuer ist das? Also welche Größenordnung ist das? Könnte sich ein Hackerspace was locker leisten? Und wie sieht die Industrie das alles? Die Industrie da einen Profit drin? Eine Menge Forschungsentwicklungsleute meinen, es sollte angewendet werden und man sollte Profit machen. Da ist keine Komponente drin, die mehr als ein paar Cent kostet. Ich glaube, ein Cortex M3 kostet ein paar Dollar. Ich weiß nicht, was euer Budget ist. Ich glaube, man kann das im Hackerspace machen. Ohne Probleme. Es gibt niemanden. Es gibt. Es wird nicht. Da gibt es nichts, was einen stoppen kann, also finanziell gesehen. I don't get Hasty's signs from the sidelines, so I think I can take another question. Okay, ich glaube, ich kann noch eine Frage reinnehmen. Soweit hast du uns gezeigt, also hast du uns 2D-Bilder gezeigt. Was about voluminöse Daten? Es gibt Möglichkeiten, das mit finiten Elementenmethoden Maxwells Gleichungen zu lösen. Das kann man machen.
Ich habe nur die kürzeste Methode benutzt, um Bild wiederherzustellen. Das war lineare Rückprojektion. Das wird typischerweise in einer zweidimensionalen Ebene gemacht. Das kann man absolut in einer Dreidimension machen. So, I'm very sorry, we are out of time. Und es tut mir wirklich sehr leid, wir haben leider keine Zeit mehr. Die Schlange dort drüben kann im Anschluss noch mit dem Speaker sprechen. Der nächste Vortrag, der ansteht, ist ungefähr 15 Minuten. Und er ist ebenfalls in Englisch. Und einen großen Applaus für unseren Sprecher. Und Sprecherin, ja. Und damit verabschieden